Moin, Kenneth, und herzlich willkommen hier zurück auf der Gemeinderade hier im LS19. Ja, ich bin immer noch ein bisschen am Pellets fressen. Ich habe schon mal weitergemacht. Wir sind jetzt bei den Heupellets. Stroh ist abgehakt, also Hakenhänder, war auch nicht viel. Anhänger ist, glaube ich, halb voll, und jetzt haben wir die Heupellets. Da habe ich den zweiten Anhänger, den haben wir gleich voll, und dann werden wir das erstmal zum Hof fahren. Und dann werde ich euch damit aber auch nicht die ganze Folge belasten, weil das haben wir ja letzte Folge schon gemacht. Wir werden dann nämlich erstmal kalken, und zwar das Feld Nummer 6, wo wir die Strohpellets runtergeholt haben, da werden wir dann erstmal kalken. Dass das dann auch schon mal abgeschlossen ist, und diese Wiese hier werde ich dann ohne euch fertig machen, weil wir haben noch eine Wiese, ne? Ich wollte es nur sagen, also nicht, dass ihr nachher rumschreit, dass ich zu viel Pelletspresse zeige, zumal in den Folgen ist das ja doch auch relativ eintönig, wenn ich das nur zeige. Ja, deswegen werde ich das dann ohne euch fertig machen. Also ich glaube, da tue ich euch eigentlich einen Gefallen mit, wenn das dann so ist. Zumal, sofern das bergauf geht hier, das ist grauenvoll. Du schaffst ja gar nichts mehr, ne? Das ist so langsam. Wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Deswegen hoffe ich, dass er jetzt vorm Anstieg gleich voll ist. Dann tanke ich den schnell ab und dann düsen wir hier ab. Also der bleibt hier, der schon hier, aber wir mit dem Fan düsen ab. Ja, wie gesagt, dann werden wir es abkippen, werden den wieder herfahren und dann werden wir noch Kalk streuen, oder wir werden den am Hof erstmal stehen lassen. Ja, könnten wir rein theoretisch auch machen, ne? Genau im Knick fertig hier, ne? Perfekt. Gut, was stehen hier? Die Anhänger stehen ein bisschen kurios. Da bin ich vorhin einmal ganz, aber auch nur ganz leicht gegengefahren. Ganz leicht. Minimal war das nur. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ist nicht mal ein Kratzer dran, ne? So, ich glaube, wir kriegen den nicht mal mehr ganz voll, ne? Aber egal, dann lassen wir es hier stehen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja unser Grundstück. Ich kann das Tor ja zufügen vorne. Dann sollte das passen. Naja, so ganz wird wohl nichts mehr. Ich kann ja den vorderen Anhänger noch mischen, den haben wir voll im Strohpellet zusammen. 4000 Liter sind noch drin, aber gut. Den stellen wir auch ein bisschen weiter rüber, dass wenn ich den Rest nachher abtanke, dann wahrscheinlich ohne euch dann so in Probleme gerate, ja. Aber so ist die Primus eigentlich ganz cool, aber es ist verdammt langsam, ne? Also wenn du bergauf fährst, wirklich verdammt langsam. Oh. Für die nächste Wachstumsstufe wieder. Ja, denn also hiernach müssen wir, wenn das alles runter ist, müssen wir definitiv einmal düngen. Definitiv. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, also ich gucke mir das nochmal an. Ich habe es jetzt nicht angeguckt, aber sollte eigentlich. Oh, stehen bleiben. Stehen bleiben. Gut. Ich werde die Strohpellets werde ich neben dem Trigger machen, also wo ich die verkaufen kann. Und die Heupellets, da das ja doch wirklich ein bisschen mehr werden. Wir haben jetzt einen Anhänger voll und nicht ganz das halbe oder die halbe Wiese abgeerntet. Und da hinten ist ja auch noch eine Wiese, also irgendwo da ganz hinten. Naja, ihr wisst schon, wo ich meine. Da müssen wir ja auch noch beigehen. Also werden wir das Lager dann quasi für die Pellets benutzen, dass wir das da erstmal zwischenlagern. Und dann müssen wir die halt nachher so verkaufen. Ja, klingt nach dem Plan, ne? So machen wir das auch. Guck mir das jetzt nochmal an und dann werden wir mal zusammen entscheiden. Oder, ja, wenn ihr es seht, habe ich ja schon entschieden. Also bringt das dann auch nicht mehr viel, ne? Gut. Mal ganz elegant hier rumschwingen. Wir hätten ja, wenn wir die Halle noch gehabt hätten, hätten wir es da reinkippen können, zwischenlagern. Aber ja, an sich ist es auch egal. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Da sollte das, denke ich mal, nicht so schlimm sein, wenn wir das da einfach mal so wahllos in der Gegend umherkippen. So. Ah, nein, echt jetzt. Zu eng. Und das mit Drehschimmeln, na, das kann ja jetzt. Zieh! 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 Ja. Ah, ein bisschen eng genommen die Kurve. So, ich habe mir gedacht, dass ich das hier so. Ah, ich meine, ist jetzt nicht perfekt Gras, aber. Ah, ein bisschen. Bisschen nicht so schön ist es, ne? Aber. Ich habe mir gedacht, dass ich das hier hinkriege.
Welche Abtriebseite habe ich? Ich mal kurz probieren. Warte mal, ich muss mal kurz Hilfefenster anmachen. So, Abkippseite links. Hier abladen. Ja. Ja, egal, der macht da. Ist auch egal. Links ist aber, naja gut. Mach wie du willst, Minion. So. Lassen wir die hier so ein bisschen liegen. Und die Heupellets, die fahre ich da unten rein. Sofern das denn natürlich möglich ist. Ich muss mal gucken, besser wäre. Oder kippe ich die hier. Hier ist so auch noch Platz, ne? Hier ist so richtig. Ja, da drehe ich einmal so rum und dann kippe ich die da rein. Genau. Ich wollte sie eigentlich hier reinmachen, aber mit Drehschemel hier so reinquetschen. Enden kann ich, glaube ich, ganz gut wenden. Ich glaube, das sollte funktionieren. Ja, lassen wir mal noch kurz an. Die werden wir mal hier reinkippen. Ja, hier sind wir dichter. Dann sehen wir nichts mehr. So. Ja, Seite passt gut. Das wollte ich nur. Jetzt können wir Hilfefenster wieder ausmachen. Ich muss gerade sagen, wieso guckt ihr denn nicht mehr ab? Okay, hier drin aber sehr schlecht ab. Das ist ja nicht gut. Oh, muss ich hier so kommen. Sieht nicht so cool aus, aber ist leer. Okay. Naja, gut, egal. Wir werden das schon wieder rauskriegen mit dem Teleskoplader, denke ich mal. Werden wir uns dann mieten oder sowas. Da werden wir das mit rauspulen. So, ich möchte gerne den Case haben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der steht, glaube ich, ganz oben, ne? Der steht, glaube ich, hier ganz oben. Hatte ich den hingestellt. Wir wollen ja ein bisschen kalken. Da steht er doch unter, genau. Ich würde mal gerne interessieren. Von dem Boschen das Gewicht ist. Ach ja. Oh, gar nicht lange suchen, ne? Hat alles seine Ordnung hier. Ja. Ah, das war jetzt Zufall. Das war wirklich reiner Zufall, dass ich das gefunden habe. So, dann werden wir mal gucken hier. Die stehen auch noch hier rum. Aber es werden weniger. Also. Wenn wir noch einmal auffüllen nachher, dann müssen sie, glaube ich, fast weg sein. Hoppala. Das war ja klar, dass Kalk wieder leer ist, ne? Na gut, dann holen wir noch mal was. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld, da sind wir ja wieder flüssig, können wir ja wieder nachholen. Und da, wo jetzt die Heupellets, nee, also gegenüber in der Halle, wo die Heupellets sind, na, ihr wisst, wo ich die eigentlich reinkippen wollte, da möchte ich nachher, ja, so ein bisschen Kalk und Dünger und so zwischenlagern, dass ich nicht immer zum Händler fahren muss. Das ist, gefühlt ist das irgendwie auch ein bisschen nervig, ich weiß ja auch nicht wieso, aber dann kann man sich das da schön auffüllen. Sieht ja auch ein bisschen ansehnlicher aus, ne, wenn man da dann mit dem Radlader oder sowas beigeht oder was weiß ich, mit dem Trecker, Schaufel und das dann auflädt. Aber das Geld haben wir leider dafür noch nicht. Also ja, ich habe ja Frontlader da und so, aber ich hätte ganz gern einen schönen Teleskoplader. So. Mach voll die Hütte. Gut. 3000 Euro. Ja gut, nützt nichts, ne? Wer gut gepflegte Felder haben will, der muss auch ein bisschen was dafür tun, ne? So, mal sehen, wie wir hier rauskommen. Gott, der Mieterchef steht sogar noch hier, ne? Da, ja, da hinten steht er noch. Siehst du, müssen wir auch mal wieder zum Hof holen. Weil ich eigentlich noch eine Mission machen wollte und dann habe ich gesagt, ach nee, komm, lass.
Und jetzt steht er da. Jetzt steht er da wieder so sinnlos rum. Naja, wir können ja mal gucken, vielleicht kommen noch so ein, zwei schöne Missionen rein. Wir müssen nämlich auch noch... Nee, das ist noch nicht rein. Aber... Unser... Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Vergesst es, ist egal. Ist egal. So, wir müssen aber auf jeden Fall irgendwann nochmal die 48 ansehen. Das können wir vielleicht in der nächsten Folge, ja, oder im Livestream, ne? Können wir das ja auch machen. Da haben wir ja Zeit. Da hätten wir ja durchaus Zeit. Ich neige auch noch so ein bisschen dazu, das vielleicht zu verkaufen. Ich bin mir bei dem Feld irgendwie komplett unschlüssig. Keine Ahnung. Das ist so... Ich weiß nicht, irgendwie Hopfen und Malz verloren. Nee, ist auch nicht, aber... Irgendwie ist mir das zu klein. Weiß nicht. Wenn ich jetzt das so betrachte, reichen eigentlich auch zwei Wiesen, aber... Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Schreibt doch mal in die Kommentare, sollen wir die... Ich kann es euch nochmal zeigen. Die 48, da ganz oben, was da so grün aufleuchtet, das kleine Feld. Sollen wir das verkaufen oder behalten? Oder ein Grasfeld rausmachen? Ich weiß nicht, würde lieber ganz... Also ich persönlich würde ganz gerne noch ein größeres Feld haben. Weiß ja nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Ansonsten entscheide ich alleine. Ohne euch. Ja. Ja, weiß nicht. Das ist schon so ein Feld, womit ich mich schon so lange rumschlage. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie sehr unentschlossen, was das angeht. Na gut, ja, wie gesagt, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, falls da nichts eintrudelt. Ach Gott, den Ball muss ich auch noch wegholen hier. Müsste ich auch noch mal kommen mit dem Träger. Geht jetzt erstmal eine ordentliche Ladung Kalk ab. An sich, ich weiß gar nicht. Was? Ich glaube, wir hatten mal geguckt, was das Feld bringt, ne? Ich guck mal, ob ich so... da oben. 95.000. 95.000. Naja, ich warte mal ab. Ich warte mal ab. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wie gesagt, falls nicht, dann werde ich das in einer der nächsten Folgen allein entscheiden. Weil, ja, also ich war eigentlich ziemlich sicher, dass ich daraus ein Grasfeld machen will. Aber wenn ich das jetzt so betrachte, wir haben zwei große Wiesen. Also eine große, eine mittlere. Eigentlich reicht das, ne? Eigentlich müsste das reichen. Gut, wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kühe haben, aber... Boah, alleine wenn wir von der großen Wiese Silageballen runterholen, das ist auch schon richtig viel. Also, eigentlich brauchen wir es auch nicht als Wiese. So, da ich das Feld eh nicht so mag, weil man da so schlecht rankommt, zum Pflanzenschutz spritzen, dieser Übergang ist ein bisschen doof. Ich weiß es nicht. Also, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne was reinschreiben. Ansonsten, wie gesagt, entscheide ich. So, ja. Bisschen Kalken, den müssen wir ansehen. Das hatten wir jetzt gesagt, Raps wollten wir, glaube ich, aufmachen, ne? Oder Sojabohnen? Sojabohnen, Raps? Oh, ich weiß es nicht mehr. Muss ich nur mal in die Folge gucken von letztem Mal. Das Feld hier ist auch, denke ich mal, spätestens morgen früh reif, also gegenüber das. Da sind auch Sojabohnen drauf. Wenn der Preis dann geil ist, dann können wir das richtig schön verkaufen. Also morgen könnte es vielleicht auch nochmal so richtig schön knallen im Konto oder auf dem Konto. Wenn denn der Preis eventuell für die Pellets gut ist. Dann Bohnen haben wir ja auch noch ein bisschen was im Lager von der Mission. Also ja, könnte schon gutes Geld geben. Müssen wir mal gucken. Aber das wird dann ja wahrscheinlich eh erst morgen sein.
heute, ja, ich glaube, weiß gar nicht, heute würden wir, glaube ich, geldtechnisch nichts mehr umsetzen, oder? Also gehe ich jetzt mal nicht von aus. Auch noch irgendwas im Lager? Lagerbestände großartig? Nee, ne? Wie gesagt, die Bohnen. Ja, nee, aber sonst ist da nichts Dickes. Reife ist eigentlich auch nicht wirklich was, also, ja. Werden wir heute, also eigentlich können wir schon, nee, Kassensturz können wir noch nicht machen, weil wir vielleicht noch ein bisschen Kalk oder sowas brauchen oder Dünger oder was auch immer für ein, zwei Felder. Also bleiben wir dabei, dass wir Kassensturz heute Abend machen. Bildlich gesehen natürlich nur, nicht, dass ihr euch jetzt fragt, hä? Gut, wir sind aber auch fertig erstmal. Boah, ich mache das hier fertig. Wie gesagt, dann werde ich drüben die Wiese so einigermaßen fertig machen mit Pellets pressen. Und dann, ja, schauen wir mal, wo wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Vielleicht sehen wir uns dann auch schon im Livestream. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das schaffe mit dem Rest der Woche mit der Folgen. Aber wie gesagt, wenn ihr die Glocke aktiviert, seht ihr das alles. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, schreibt gerne öfter und gerne was in die Kommentare. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi!